Moin Moin und Hallo! Ich möchte dir in einigen Videos zeigen, wie meine geschwungenen Formen richtig zu schreiben sind. Ich benutze zwei Stifte, einmal mit schrägen und einmal mit flachen Spitzen auf einem Glattpapier. Wir üben auch mit iPad und diesem Stift, den ich selber von meiner Kalligrafie erstellt habe. Du findest den Videolinks hier da oben. In einem Video habe ich vollständig über meine Kalligrafie-Materialien, zum Beispiel welches Papier und Brand, gesprochen. Den Link findest du hier sowie in der Beschreibung. Dann lass uns anfangen. Heute schreiben wir nur eine Form und versuchen sie richtig und in verschiedene Richtungen zu schreiben. Die Spitzen sollten ganz dünn und scharf sein. Die Formen können kleiner, großer, dicker, länger und kurzer sein. Sei einfach kreativ und versuche mal alles auszuprobieren und zu genießen. Wir zeichnen die Formen von oben nach unten und umgekehrt. Man kann das Canvas hier oder das Papier, wenn wir mit einem Stift schreiben, drehen und die Formen ganz unterschiedlich entwerfen. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie wir nur mit einer Form, aber in verschiedene Richtungen, ein schönes Kalligrafie-Motiv in einem Kreis entfernen. Wir drehen immer das Canvas und können die Größe von dem Stift ändern und schöne Effekte erstellen. Ich arbeite immer im ProCreate mit verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel hier zeichne ich einen Kreis in einer Ebene und schreibe in einer anderen Ebene. Und zum Schluss kann ich den Kreis wegmachen.
Ich ändere die Stiftgröße und schreibe sie wieder in verschiedene Richtungen, aber ganz dicht. Okay, wir wollen jetzt genauso diese Übung mit dem Stift auf diesem Papier machen. Das Papier ist irgendwie glatt und verläuft nicht die Tinte darauf. Das spielt keine große Rolle, mit welchem Stift wir schreiben. Die Prinzipien sind gleich. Das ist ein einfaches Geschenkpapier und ich möchte darauf nur mit einer Form der Kalligrafie ein schönes Motiv zeichnen. Zum Schluss bringe ich einen Effekt mit Glitzerliner. Probiere das aus und verpack deine Geschenke so besonders. Viel Spaß dabei!